hinaus an euch alle, vor allem an all die Techno-Interessierten, die Feuerreiter erstmalig auf der ARD sehen können. Wenn man den verschiedenen Erscheinungsformen des Techno so richtig auf den Grund gehen möchte, landet man früher oder später hier in Holland, dessen musikalische Entwicklung Deutschland teilweise mit beeinflusst hat. In diesem kleinen Land existiert eine große Rave-Szene mit unüberwindlichen Gegensätzen. Rotterdam steht eher für Chabba, den ganz harten Sound, und Amsterdam fährt eher so das Weichspülerprogramm. Warum also stehen die Holländer entweder auf ganz harten Sound oder auf ganz weichen Sound? Nach der Sendung gibt's den Durchblick. Wenn man einen Überblick verschaffen möchte über die Amsterdamer Szene, wendet man sich am besten an einen Multiplikator. An einen, der seine Finger überall mit drin hat, wie zum Beispiel Hajo. Hi Hajo. Hallo Marusha. Was ist genau eigentlich deine Aufgabe? Ja, angefangen hat es, als ich in die Rave-Szene reinkam, dass ich alle möglichen Leute kennengelernt hatte. Und dann dauerte es nicht lange, da kamen DJs auf mich so, kannst du nicht mal was für mich tun, hier und dort. Und da ich sowieso die Nase voll hatte vom 8-Stunden-Job, habe ich mir gedacht, versuchst du mal, ob du nicht ein Business rausmachen kannst. Hajo, was geht momentan in der Amsterdamer Szene so ab? Ja, es geht halt ziemlich viel in verschiedenen Clubs ab. Mhm. Die Zeit der illegalen Partys ist so ein bisschen vorbei. Es ist heute hier so, wenn du eine Party machen willst, du musst dich anmelden bei der Gemeinde. Du darfst als Organisator maximal 4 Partys pro Jahr machen. Warum das? Ja, das ist eine Limitierung, die gesetzt haben. Warum? Das weiß ich auch nicht, ne? Aber mehr als 4 sollst du nicht dürfen. Ich habe gehört, es gibt so eine gewisse Antibewegung von kirchlicher Seite. Ja, naja, kirchlicher Seite ist zu viel gesagt. Es gibt hier irgendeinen Pfarrer, dem sein Sohn mal irgendwie auf irgendeiner Techno-Party abgestürzt ist. Und der dann seitdem in dieser Musik etwas Satanisches sieht. Und da kommst du zu einer Party, da stehen da Leute rum, ne, mit Flyers in der Hand, wie 1000 andere auch. Und ein Käppi auf und ganz auf Rave zurechtgemacht, drücken die einen Flyer in der Hand und dann steht da irgendein Jesus-Text drauf. Ne? Amsterdam hat ja nicht nur was Rave-technisch zu bieten, sondern auch viele Künstler leben hier. Kannst du uns einen guten Flyer-Designer nennen vielleicht? Ja, also derjenige, der die meiner Ansicht nach die besten Flyers macht, das ist Richard Hessling. Ne? Gibt es denn in Holland auch so ein Konkurrenzdenken zwischen den Städten? Es ist mehr das Konkurrenzdenken oder diese Feindschaft zwischen Amsterdam und Rotterdam. Amsterdam die Hauptstadt und Rotterdam die Proletenstadt. Ne? Mehr proletarisch. Ne? Ah, ja. Und von daher vielleicht, das ist auch ein bisschen eine Reibung. Sowas vererbt sich ja. Und zum Schluss weiß keiner mehr, wo es herkommt. Man weiß nur noch, dass man einander nicht leiden kann, weil man es einander nicht gut kennt. Ja. Ne? Wenn man jetzt über die eigentliche Rave-Szene spricht, ist es dann auch beim House? Sind da auch die meisten zu finden dann? Na, sagen wir eher in Techno. Obwohl, das spaltet sich hier alles sehr auf. Es entwickeln sich bestimmte
Geschmäcker halt, der Hammer, sagen wir so, das ist eine junge Musik, das ist eine Musik für junge Leute. Ne? Hammer. Hammer. Du kannst also es deutlich sehen, wenn du wie zum Beispiel auf der Party in Hilton, das sind dann ältere Leute. Mhm. Oder, eigentlich auch eine sehr ungewöhnliche Location, das Hilton, das ist ein Hotel. Das ist sehr, in der Tat sehr ungewöhnlich. Da war früher das Spielcasino drin. Ah, ja. Und das Spielcasino ist jetzt ans Leiseplein umgezogen und der Raum war leer. Und irgendjemand hat es fertiggebracht, die Leute zu überreden, das für Partys herzugeben, den Raum. Richard kennengelernt und ihn zu Hause besucht. Richard zeigte uns seine Flyer, die er für die angesagtesten Clubs und Raves in Amsterdam entworfen hat. One of the things is I always like to have colors bright. And I like the thing of fantasy and that kind of thing people can dream of. And they really can identify with the flyer. Because most people don't like art or something, but they look at a flyer. Änderst du mit den verschiedenen Musikrichtungen auch deinen Flyer-Stil? Yes. The techno party, I like to have it more a little bit industrial. With wheels and that sort of thing. And with mellow parties, I like to have it bright and beautiful. Richard, inwieweit beeinflusst sich Techno bei deiner Arbeit? Much. I go to parties myself, so you really get to know the people and a little bit of what they like. And not only everybody thinks that hardcore people only like flyers with blood on it and naked people, but you can make perfectly abstract flyers and they still will like it. Richard, wer bestellt hauptsächlich bei dir Flyer? Mostly the bigger companies want to make parties because it's only full color what I make. And only the big parties can pay for it. And mostly there's a lot of work to be done. Für welche Party hast du den letzten Flyer entworfen? It was also for Hellraiser. And that's one of the biggest parties in Amsterdam. Mm-hmm. And everybody comes there who likes the harder music. Word unknown comes a nightmare. Ausnahmen bestätigen bekanntlicherweise die Regel. Obwohl Amsterdam eher für den soften Techno steht, findet hier regelmäßig einer der größten und beliebtesten Gabba-Events statt, der Hellraiser Rave.
think I'll fly. The Hellraiser rave started 4 years ago. Very underground in old warehouses in the industrial area around Amsterdam. That time we started with about 1,000 people and now we're around 10, 11. They were definitely not human. Brundlefly. Wir sind bei vielen Hausparty am Snachts rein gewesen. Die Leute, die werden in Trance geführt, sagt das richtig? Wir wissen ganz sicher vor 100%, dass die Hausmusik, was jetzt über die ganze Welt geht, dass es ist von dem Gegenstandard von Gott. Es ist vom Teufel, vom Satan. Und die Leute, die sagen das auch selbst. Gilt das jetzt nur für Techno-Musik oder gilt das auch für Rock'n'Roll oder Popmusik oder Heavy Metal, die mit den langen Haaren? Gilt das alles fürs Gleiche? Das glaube ich auch. Für Heavy, nicht alle Popmusik ist gefährlich, aber Heavy Metal, das ist auch von die, das kommt aus die gleiche Bronne. Verstehen Sie das? Es kommt aus die gleiche Bronne. Es kommt aus die Darkness. I don't want it in my body. It does look aggressive. It does. I mean, you see people like pulling faces like you don't believe it. You know, it's like it's a little bit. You can get afraid of that. But it's like if you are longer on a rave, you can see that people express themselves, but not against you, but against the music. They express themselves like they show you their energy. You have like shaved people, but it's nothing to do with Nazis. Nothing. We don't like that. I mean, we are a part of the house community, and it's a different way. It's a hard way, but we dislike a racism or whatsoever. Like everybody, you know, it's like it's house. It's not a fascist music kind of way. The fact that Gabriel House exists is probably because of Rotterdam, because it's an industrial area. It's like, I think more or less because of that. It's because it existed in Rotterdam and it came all over Holland. Rabber heißt? mein Freund. Rabbertje. Freund, ja. Rabbe, ja, das ist die harte Haus, hè? Ja doch. Die ganze Welt weiß, Rabber kommt aus Rotterdam. Deswegen sitze ich hier in Rotterdam. Und bei Rabber denken alle an Paul Elstak. Und den besuchen wir jetzt gleich. Du giltst ja als Erfinder der Rabber-Musik hier in Rotterdam. Ist das richtig? Ja. Wie kam das zustande? Ja, het is ongeveer 2,5 jaar her, dat we de eerste release van Rotterdam Records herausgebracht hebben. Dat waren die Euromasters met Amsterdam, waar legt dat dan? Wie ongeveer Amsterdam, wo is es denn? Dat was in de tijd dat jeder gezegd had, hardcore, dat is dood, want dat kauft niemand meer, niemand maakt het meer. Want het zijn eigenlijk nur die Leute geweest die selbst kein Hardcore mögen, die haben das gesagt, auch auf Fernsehen, überall.
Und es waren hauptsächlich damals die Leute aus Amsterdam. Warum ist Gabber gerade in Holland so beliebt? Ich meine, dieses schnelle, harte. Ja. Also gerade mal in Rotterdam. Ja, in Rotterdam hat es angefangen. Ja, Rotterdam hatte eigentlich noch nicht. Und ja, jetzt ist etwas, was von uns ist, weißt du? Wir machen, das ist von uns. Und dann ja, wird es ganz populär. Paul, kannst du Melanie mal fragen, wie sie Gabber findet? Nun, ich finde die Musik von Papa, findet mooi. Papa mag. Hast du denn so jemanden, der dich beeinflusst in deinem Stil, oder kommt das alles so von dir? Früher, ja, wer hat mich beeinflusst? Ja, am Anfang eigentlich die Leute wie ja, Derek May, Kevin Sanderson. Wenn ich die erste Techno, Detroit Techno Sachen hörte, fand ich das sehr gut. Aber das war sehr wichtig aufzulegen, schwierig aufzulegen. Und, ja, Rotterdam ist eine Werkstatt, es ist nur Arbeiter und Leute arbeiten im Hafen. Und Rotterdam ist immer härter gewesen mit Musik. Läuft hier in Rotterdam eigentlich irgendetwas anderes außer Gabber? In Rotterdam gibt es eigentlich nur etwas anderes als Gabber. Also es wird in den Clubs wird gar kein Gabber gespielt, nirgends. Gar kein Gabber? Ja, es gibt nur einen Club in Rotterdam. Aber die spielen nur die letzten Stunden, richtig Gabber. Aber seit kurz, weil die haben, ja, es ist nur seit ein paar Monaten, dass sie das machen. Aber nur Gabber gibt es nur auf die großen Raves. Ich bekomme ganz viele Tapes. Jeden Tag kommen Leute und ja, das höre ich mich an und vielleicht 1 in 100 Tapes finde ich dann gut. Und dann sage ich noch, ja, das muss ein bisschen ändern. Und dann nach 4, 5 Mal ist es gut. Und dann bringe ich es raus. Das ist auch mit Neophyte, die sind 4, 5 Mal gekommen und dann habe ich gesagt, ja, jetzt ist es gut. Und die haben sich entwickelt, die sind immer besser geworden. Und die machen jetzt, finde ich, eine der besten richtige Gabber-Sachen, die harte Sachen, machen sie eine der besten Sachen jetzt. Carrera in Rotterdam, einem Hausclub. Hier in diesen Räumen hat Paul Elstak seine DJ-Karriere vor vielen, vielen Jahren begonnen. Jetzt sitzt Neophyte um mich herum. Wie seid ihr eigentlich zu Paul Elstak gekommen? Wir sind zu Paul Elstak gekommen mit einem Tape. Wir machten zu Hause Musik auf unserer Amiga beim Danny im Wohnzimmer. Und erst sind wir zu Paul gegangen mit einem Tape. Und der erste Mal hat er gesagt, na, ist ganz schlecht und du musst dies tun. Und er hat uns Rat gegeben. Jetzt neben mir Fabian und Rob von Euromasters. Fabian, wie seid ihr so zu Paul Elstak gekommen? I saw him in the store, he works at the store. And I saw him, I bought all his records. And, well, we talked a little bit. And well, we went on further on and became friends. Just a little bit, yeah.
Bring it on down. Von Rotterdam, rechts von mir Mental Deo, links von mir Charlie Launois. Ihr beide kommt eigentlich nicht aus Rotterdam, oder? Nee, wir kommen nicht aus Rotterdam. Woher kommst du? Ich komme aus dem Süden von Holland, das ist in der Nähe von Eindhoven. Und du? Ich komme aus Den Haag, weil das nur Hacken gibt. Hacken gibt's? Hacken. Wie kommt ihr, in welcher Verbindung steht ihr zu Rotterdam? Warum denken alle, ihr seid aus Rotterdam? Ich bin angefangen mit DJs aus Rotterdam. Ich habe aufgelegt hier. Und da haben sie alle geglaubt, dass wir nach Rotterdam kamen. Auch die Sound, die wir machen, war richtig hart, richtig die Sound. Und da sagen halt Leute, oh, die kommen von Rotterdam. Wann hat das eigentlich alles angefangen mit der Gabba-Musik mit euch beiden? Wenn das richtig angefangen hat, das war, wir hatten eine Idee über eine Platte, das war mit den Sounds von AC/DC. Mhm. Da haben wir einen Platten gemacht, das war eigentlich die erste Platte, die wir zusammen gemacht haben. Und das war A Whole Lot of Low Noise. Aha. Und das war so eine richtige harte Platte, 190 und nur Gitarren und weißt du was, das war so hart. Aber diese Platte war ein kleines Hitchen in Amerika, in die Techno-Clubs, weißt du? Aha. Wie arbeitet ihr im Studio? Ihr zusammen? Ja, immer zusammen. Jeder kann die Instrumente bedienen? Ja. Wir haben zwei Studios. Ja. Eins ist in Den Haag, das ist an meine Hause. Ja. Und eins ist am Theos Hause. Und Theo bedeckt. Bedenkst du mal etwas? Aha. Ja, weißt du? Und dann machen wir und dann rufe ich ihm an. Charlie, ich habe eine Idee. Hör mal, das geht so. Am Telefon. Und dann weiß er. Setzt er sich hin und macht das. Ja, dann mach ich so. Ich komme morgen nach dir, ja, okay. Und dann hat er etwas gemacht und dann sage ich, oh, mach das so. Und dann sagt er, oh, mach das so. Ja, wir machen das so. Und dann, wir machen immer alles zusammen. Wie hat sich Techno-Szene momentan in Holland entwickelt? Das hat sich ja einiges verändert, ne? Viel verändert. Wenn das alles angefangen hat, das war 2-3 Jahre zurück, war das richtige Gabo-Musik, aber nicht so, nicht so schnell, 140, 150, mhm. War richtig schön, aber nachher ging das immer schneller, 50, 60, 70, und letztes Jahr war das über 200. Das war nur... Wie haben die getanzt, die Leute? Du kannst es so gut, zeig uns mal. Die Leute in Holland tanzen immer so, dann haben sie immer ein Kleidchen, weißt du, so geile Haare auf das Kopf, und dann weißt du... und, das ist immer so, es geht ganz schnell und das... Mental Theo. Oh ja, so geht es. Ich dachte nicht so, ich bin mehr in Romantik. Danke. Du kommst ja aus der Nähe von Eindhoven. Kennst du jemanden in Eindhoven eigentlich? Nee. Ja, doch. Es sind nicht viele großen DJs in Holland und auch nicht viele Frauen-DJ machen, aber das eine, das heißt Saskia, hat ein eigenes Plattenlabel, das ist Jackstrap Records, und das ist die einzige Mädchen in Holland, was auflegt. Kein House und Mellow aus Amsterdam, kein Chabbe aus Rotterdam, jetzt gibt's Acid aus Eindhoven von Miss Jux. Sie gründete das erste Techno-Underground-Label hier in Holland. Und jetzt sitze ich vor ihrem Haus. Zusammengehörigkeitsgefühl hier in Holland zwischen den verschiedenen Städten und den DJs. There's not really a corporation. No, it's the Amsterdam thing. Mm-hmm. It's the Rotterdam thing. I think you noticed that already. Yeah? And Eindhoven is, first of all, it's the south side. Mm-hmm. So for Holland, it's, you know, the south side is. You live in the south side. You know, you're a farmer. Warum hast du das Ganze gerade in Eindhoven hochgezogen? Warum gerade Eindhoven? Warum nicht Amsterdam, Rotterdam, Den Haag? I was born here. Aha. I was born in Eindhoven and I like my city. So it's, I don't think it makes any difference anyway. If I should live in a very, very small town, it was no problem because I go my own way anyway. Wie ist das mit dir in Holland? Du legst viel in Deutschland auf. Bist du auch in Holland unterwegs? No, not at all. It's, I think there's not a scene for me. It's, mhm.
it's like you noticed already, this ghetto scene, this club scene, mm-hmm. and there's not really an acid underground scene. So the people don't understand my music. Woran liegt das? I don't know. Germany is much bigger, but that's not the point, I think, because the people in Austria and Swiss and Scotland, they understand. I don't know what's about Holland. It's not my thing. Saskia, wie hat alles angefangen mit deinem Plattenlabel Jugsub Beats und wann vor allem? 5 years ago, when I worked in a record shop in 89, I met a lot of interesting artists in the record shop and they let me listen to music they had made themselves. It was really good, so I thought, okay, let's start a label, you know, really, really underground, not to make money or whatever, just for fun, mm-hmm. just as a hobby. Most of Jugsub Beats, amerikanische Stuff, ja. Hast aber auch deutsche Künstler, holländische Künstler, mm-hmm. auch aus dem Ausland weiterhin, aus weiteren anderen Ländern? England, France, mm-hmm. yeah. Japan, Australia, the new guy now. Yeah. Hast du so Favoriten, was dir so am besten gefällt? Oder gefallen dir die alle gleich gut? Ja, alle. I like them all, but of course I like most the people I started with in the beginning, mm-hmm. like Terrence, Acid Junkies, like Tim, mm-hmm. Ben Maxed, and Mike Dearborn, he's a very sweet guy from Chicago. So, but I like them all, of course. Mm-hmm. It's, they're all my babies. Beschreiben? Es ist Musik, der sehr minimal ist, nur einige Drums und der 303 und das Effekt von der Musik ist, dass man in einen Trance geraten kann, ohne dafür etwas anderes zu nutzen wie Alkohol oder Drogen oder der Musik ist genug. Euch aus dem wunderschönen sonnigen Holland verabschieden. Op zijn Brabants, houdoe hè? Houdoe hè?